Hi Leute, ich bin's wieder, Markus von Horntools. Heute präsentiere ich euch unser neuestes Dachzelt, das Elements. Das Elements haben wir in zwei verschiedenen Farben, einmal in Oceans Blau und einmal in Stone Grau. Das Dachzelt gibt es in drei verschiedenen Größen, von 140 über 165 bis 2,20 Meter Breite. Wir haben einige Verbesserungen zum Desert vorgenommen, diese möchte ich euch heute einfach mal zeigen. Zu Beginn möchte ich euch gleich unser erstes Feature zeigen. Wir haben jetzt auch im überdachten Vorbereich des Zeltes ein neues Fenster eingebracht, um auch im Vorzelt mehr Licht zu haben und im Sommer eine bessere Durchlüftung des Zelts zu erwirken. Dieses ist wie alle Fenster bei unseren Dachzelten mit Fliegengitter, das auch geöffnet werden kann. Und kann somit wirklich gut Licht ins Vorzelt bringen. Als nächstes zeige ich euch unsere Leiter. Wir haben uns dazu entschieden, vom alten Modell umzusteigen auf eine Teleskopleiter. Ganz einfach aus Komfortgründen und auch Stabilitätsgründen. Diese Leiter ist besser geeignet, um verschiedene Fahrzeuggrößen abzudecken. Als nächstes Feature zeige ich euch die Beleuchtung im Zelt. Wir haben uns dazu entschieden, ein LED-Band einzubauen, welches mit Powerbank betrieben wird. Das Ganze ist dimmbar. Kann einfach die Helligkeit stufenlos einstellen. Und man kann es auch ausschalten. Von hell bis ganz dunkel und dann wieder hell. Dann haben wir noch die Möglichkeit, den Farbton zu verändern, um einfach gemütlicheres Licht oder helleres Licht zu haben. Und zum Schlafen kann man es einfach ausschalten. Als nächstes haben wir noch im Zelt überall Staumöglichkeiten geschaffen. Am Einstieg hat man neue Taschen. Hier haben wir überall Taschen verbaut. Und auch hier. Was einfach den Vorteil hat, dass man im Zelt sein Handy oder seine sonstigen Sachen einfach gut verstauen kann. Wie ihr auch beim Stoff schon bemerkt, im Zelt, wenn man das Licht ausschaltet, es ist bei uns jetzt taghell, es wird einfach wirklich dunkel, auch tagsüber im Zelt, was für mich als Langschläfer ein Riesenvorteil ist. Als nächstes möchte ich euch noch unser Skyview Dachfenster zeigen. Wir haben zwei Dachfenster eingebaut, um auch nachts noch im Zelt die Sterne genießen zu können. Das Ganze haben wir natürlich auch mit Fliegengittern gesichert, dass man nachts ungestört trotzdem die Sterne beobachten kann. Wir haben uns beim Elements für eine super bequeme 8 cm dicke Kaltschaummatratze entschieden mit einem super weichen Flanellbezug. Ob nun das blaue oder das graue Elements. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit eurem Dachzelt.